Ja. Willkommen in der Sporthalle Oberwart. Wir erleben heute das vierte Spiel in der Hauptrunde der ABL zwischen den Oberwart Gunners und den ECE Kapfenberg Bulls. Hinter mir die Mannschaften schon beim Aufwärmen. Wir holen uns jetzt einen Interviewpartner. Bei mir Werner Hollins. Werner, you feel okay? Yes, I feel good. I think today is be a good matchup against two good teams. What do you think? Can we win today? Yeah, we always got a good chance of winning. We're at home. We got a good home court advantage. I think the fans will be in it, and we're going to fight for the best. Willkommen, Ante Peritzer in der Sporthalle Oberwart. Als Ex-Gunners-Coach wirst du dich hier wahrscheinlich besonders wohl fühlen? Ja, immer hier. Natürlich habe ich schon einmal hier gespielt, in Grunddurchgang. So, ich habe mich so schon adaptiert. Ante, was erwartest du heute für das Spiel? Ich erwarte ein sehr knappe und hartes Spiel. Ich hoffe, dass wir gewinnen. Aber es wird sehr, sehr, sehr schwer. Wird es eine Overtime geben? Mindestens zwei. Bei mir jetzt Goran Pateka, Assistenzcoach der Oberwart Gunners. Goran, alles bereit bei uns? Normal. Wir sind alles fit, alles bereit und ich hoffe, wir heute ein gutes Spiel. Was denkst du, wie wird das Spiel werden? Gut, das wird sicher ein interessantes Spiel mit vielen taktischen Varianten. Und ich hoffe, zum Ende wir Glück auf unserer Seite und wir werden gewinnen. Ja. Ich habe auch den Ante vorher gefragt, wie viele Overtimes es geben wird. Was glaubst du? Null. Wir gewinnen ohne Overtime. Okay, danke. Seit wenigen Sekunden jetzt unser Ehrenpräsident, Ingenieur Josef Ungmann, den Ball auf Wurf vornehmen. Danke an Herrn Ingenieur Josef Ungmann, Ehrenpräsident der Oberwart Gunners, die Ungmann Steve Ruth. So, das Spiel zwischen den Oberwart Gunners und den Kapfenberg Bulls ist vorbei. Die Bulls siegen 81-88. Bei mir Michael Schrittwieser, sportlicher Direktor der Bulls. Michi, woran hat es gelegen, dass ihr heute gewonnen habt? An einer sehr, sehr guten zweiten Halbzeit von unserer Seite. Es ist wirklich beachtlich von unserem Team gegen so starke Gunners von minus 10 auf plus 15. Kompliment und Hut ab vor unserer Mannschaft heute. Wir haben fantastisch gespielt und vor allem sehr viele schwierige Würfe in der zweiten Halbzeit getroffen. Bei mir ist wieder Ante Peritzer, Coach der Bulls. Ante, ihr habt euch in der zweiten Halbzeit durchgesetzt. Woran hat es gelegen aus deiner Sicht? Wir haben super offensiv gespielt und deswegen zurückgekommen. Das war wunderbar. Aber kann ich nicht zufrieden sein mit der Reaktion von meinen Spielern. 4 Minuten vor Ende. Alle haben schon gefeiert. So, das kann nicht in Basketball, das kann nicht sein. Basketball, es ist spannend bis zur letzten Sekunde. Was bedeutet das jetzt für die weitere Hauptrunde? Jetzt seid ihr wieder punktegleich, auch mit den Gunners? Ja, unser Job ist, diesen Sieg zu bestätigen bei Gewinnen Güssing zu Hause. Danach, das ist ein guter Job. Und warten wir ein bisschen. Ja. Bei mir jetzt Neno Astzaric. Neno hat schon das erste Interview bei Sky Sport Austria gegeben. Er studiert noch immer. Die Statistik vom heutigen Spiel, Neno, kurz zusammengefasst, was waren die Gründe für die Niederlage? Die Gründe waren, dass wir komplett umgekehrt gespielt haben, wie wir uns vorgestellt haben, wie wir gespielt haben in der ersten Halbzeit. Wir haben komplett das Rhythmus verloren. In Defense haben wir gezwungen, mit Gewalt wollten wir etwas machen, individuell, kein Passing-Game gehabt. Haben überhaupt nicht Inside mehr gespielt, obwohl wir dominiert haben in der ersten Halbzeit. Wir haben zu weit gespielt, wir haben zu viele leichte Punkte ihnen zugelassen. Nach unserem blöden Turnover 1 gegen 0 in Transition Offense. Und dann auch diese wilde und schwierige 3-Punkte-Würfe. Aber nicht nur schwierige, wir haben auch viele, viele dumme Fehler gemacht. Und wir haben gesagt in der Garderobe, wir müssen 3-Punkte-Würfe stoppen. Wir müssen das. Wir haben das nie getan. Also sie haben 60% 3-Punkte-Wurf gehabt. Und das ist extrem. Und warum hat das heute nicht funktioniert? Ganz einfach, der Kopf war nicht da. Konzentration ist verloren gegangen.
Und das ist das größte Problem. Deswegen bin ich etwas böse, weil auf diesem Level kann man nicht ohne Konzentration, ohne Kopfschmerzen. Okay. Danke und alles Gute für die nächsten Spiele. Bitte.